So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast, kommentiert von Remskirata. Wir sind hier falsch. Wir sind auch hier falsch. Wir sind hier überall falsch. Ich bin viel zu weit zurückgerannt das letzte Mal. Ich habe nämlich eine riesige Tür übersehen, die ich nicht als Tür wahrgenommen habe, sondern als Wand, weil sie so riesig war. Tja. Wie sagt man, das Glück ist mit den Dummen? Heute nicht. Sonst hätten wir hier mehr Glück gehabt. Oder mit den Narren. Narren wäre irgendwie schöner als dumm zu sein. Naja, jedenfalls Backtracking. Also, naja, eigentlich tracken wir das Backtracking back. Also ist wieder eigentlich Fronttracking, wenn auch als Déjà-vu. Vergesst es, Leute. Wir müssen weiter am Text. Mach auf hier. Mach mich durch. Wir müssen nämlich wieder zu dem großen Raum, wo wir den AT-SD gebrutzelt haben. Dort geht's weiter, dort ist unser Ziel, dort gibt es die Tür, die wie eine Wand aussieht und ich deswegen nicht als Tür wahrgenommen habe. So, aber in diesen ganzen Hallen hier bauen die tatsächlich diese AT-SD-Container. Die Frage ist nur, wo bauen sie die AT-SDs? Genau hier mal rein. Da ist die Tür! Wie konnte ich das nicht sehen? Leute! Manchmal ist man blöd. Manchmal ein bisschen öfter, dann guckt ihr Remskirata dazu. Aber ich hoffe, das ist Teil des Charmes meiner Let's Plays. So, weit. Oh, ja, da kommen auch noch andere Gäste zur Party. Junge! Habt ihr irgendwie gerade alle Ausgang oder sowas? Speichern. Andere Waffe. Oh nein, die haben so eine Explosivkugel und teilweise auch Flächenwache. Da kommen wir jetzt lieber nicht mit dem Lichtschwert an, das hilft mir nicht viel. So, machen wir erstmal hier Geschwindigkeit. Und das Ding, das ist relativ nützlich, hat schnellfeuerig, hat viele... Es war recht nützlich, das wird es auch wieder sein, aber erst wenn wir wieder leben. Schon wieder eine neue Folge angefangen mit einem Tod. Das ist kein gutes Vorbild. Also Leute, wenn ihr jemals Jedi Outcast spielt, macht es besser als ich. Vor allem trefft, wenn ihr schießt, das ist auch ein guter Rat, den ich euch geben kann. So, down ist er. Wenn wir die ganze Munition hier einsammeln, das war munitionsintensiv genug, dieses Scharmützel. So, da oben sieht es aus. Als ob man da irgendwo raufkäme. Das hört sich irgendwie bedrohlich an. Und da sieht es aus, als ob man da durch muss. Aber bevor ich hier irgendwo durchgehe, will ich erstmal hier oben noch looten. Das ist mein gutes Recht. Aber da gehe ich jetzt nicht nochmal rauf. Dafür bin ich zu faul. Stattdessen gehe ich hier runter. Uninteressant. Oh, doch nicht uninteressant. Bin ich Munition auftanken. Dann hoffe ich mal auf der anderen Seite das Schild, weil das sieht auch recht schlecht aus. So. Wow! Sag mal. Leute? Das war fies, müsst ihr zugeben. Wer vermint denn bitte einen Wartungsgang? Haben die keine Ahnung? Haben die zu viele Minen oder sowas, dass sie jetzt schon in Wartungsgänge stecken? Leute, meine Güte. Naja, also den ganzen Spaß nochmal. Hoch hier. Ja, hier kommt wieder das Bums. Blub, was auch immer das war. Scheint mir nichts Böses zu tun. Yep, I just did that. So, hier müssen wir... so runterspringen, damit wir hier aufladen können, unsere Munition. Speichern. Speichern. Rausnehmen die Pistole. Vorsichtig um die Ecke lunzen. Ja, down. Das war auch eine Art, die Minen wegzukriegen. Nicht die empfohlene Art, das möchte ich dazu sagen. Macht das nicht zu Hause nach, Leute. Ich bin ein Profi auf abgesperrtem Testgelände. Ne? Wir vermienen denn bitte Minen? Schafft's mal, haben die Probleme? Haben die zu viel Freizeit oder zu viele Minen? Das heißt ja mal, bei der imperialen Armee zu sein,
beim Sturmtruppenkorps. Das ist ein harter Job. Aber scheinbar haben die zu viel Freizeit. So, da eine Ecke pappt noch irgendwo eine Mine. Die werde ich auch mal... Ja, hier gibt es mal ein Schild, aber erstmal wird die Mine ausgelöst. Weil sonst renne ich da garantiert noch rein. Also das Risiko will ich jetzt nicht eingehen. Hier, los. Nuckel an Energie. Du Schild, du. Ja, danke schön. Nur wieder rauskommen, ne? Super. Super. So viel zum einfachen Weiterkommen. Na gut. Sagen wir erstmal das Zeug ein und dann können wir immer noch sehen, wo es weitergeht. Dann muss ich noch irgendwie so die Dinger hier kaputt machen oder sowas. Naja, wir werden sehen. Das Zeug einsammeln. Ah, war zu weit, beziehungsweise die Decke war zu niedrig. Hat meine Flugkurve beeinträchtigt, beziehungsweise nicht weit genug werden lassen. Ja, ist immer gut, wenn man Ausreden hat. Okay, immerhin hat es sich gelohnt, nochmal darum zu gehen. Kann man die Dinger kaputt schießen? Ne, sieht nicht so aus, als ob er da irgendwo einen Schaden macht. Auch nicht. Naja, muss ich wohl nochmal hier eine Etage tiefer gucken, ne? Vielleicht hat es ja... Vielleicht hat es ja doch einen Sinn, dass sie unten Minen hingemacht haben. Weil sie wussten, hier ist eine Engstelle und hier ist tatsächlich eine Engstelle. Die wollen wir doch auch ausnutzen. Wir sind ja schließlich nicht blöd. Oder zumindest gerade nichts. Aber wir sind offensichtlich zu blöd, ein Levelende runterzufallen. Na gut. Genauigkeit 27,91. Ist gar nicht mal so schlecht. Will ich hier durchgehen? Nein. Muss ich aber. So. Okay, das haben wir gut überstanden. Wow, das ist nicht gut. Jetzt müssen wir, soweit ich das hier so einschätze, gleich mal die Force Speed raus reinknallen. Wow, wow, wow. Keine, nicht genug Machtenergie. Das wäre beinahe ins Auge gegangen. Mein Ding auch einfach zerkloppen, nee. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Dude! Was ist der Gang so lang? Bahn. Junge! Sag mal, was macht ihr mir hier für Angst? Jetzt müsst ihr gleich da... Genau, und... Weg, Izzet. Jetzt hier wie... Ah! Speedy Gonzales, lang! Hat das hier auch irgendeinen Sinn oder macht ihr es einfach nur so aus Spaß und der Freude, um den kleinen Rams Girada zu ärgern? Naja, einfach so lang. So viel zu, ich kann hier auch einfach so lang gehen. Dann trifft mich der Laser nicht. Super Idee. Na, ganz toll. DBDDHKP. Dumm bleibt dumm, dahin. Keine Pläne. Das wird mein neuer Channel-Slogan. Na los, Blitz. Blitz? Jetzt blitzt doch schon, du dumme Ding. So, jetzt. Keine Worte. Ich renne da jetzt einfach so lange durch, bis ich irgendwann mal durchkomme. So, hier, durch. Bla bla bla, tot. Ja. Mit dem Kopf durch die Wand. Probieren wir es mal so. Wenn es jetzt beim zweiten Mal nicht klappt, dann versuche ich wieder zu denken. Blitzdings. So. Ah, lass mich durch. Ich stolper da immer. Das liegt nicht an mir. Das liegt an mir, aber... Das ist eine kleine Schwierigkeit eingebaut. Du kannst nämlich nicht einfach durchrennen. Dann blockieren dir nämlich die Füße, wenn du das machst. Oh, hilft das vielleicht schon? Na los, Blitzdings? Nö, nicht Blitzdings. Machen wir das hier gleich wieder. So, du da hinten blitzt noch, aber... Auch hier hat sich's ausgeblitzt. Oh, hier hat sich sogar... Mit nachwirkenden Auswirkungen ausgeblitzt. F5, aber da draußen blitzt's immer noch. Machen wir den Dings rein. Uiui, hallerino. Nanu? Was liegt der denn hier tot in der Gegend rum? Aber gut zu wissen ist, dass die Dinger zumindest einen nicht sofort instant killen. Es lohnt sich also mal eben die Gesundheit wieder aufzuboxen.
Aber ich nehme mal eben hier die Machgeschwindigkeit rein, beziehungsweise lunz mal um die Ecke. Wo lang wir weiter müssen. So viel dazu. Aber jetzt weiß ich schon mal zumindest, in welche Richtung wir nicht müssen. Da geht es nämlich nicht weiter, da ist nur Loch in Wand dort. Nein, da nicht. Von da sind wir gekommen. Hier ist Loch in Wand. Aber eben, das Problem ist Wand. Da kommt man nicht weiter. Blitz! Speed! Rennen! Nimm die Beine in die Hand. So viel dazu. Gut, probieren wir mal die andere Richtung aus. Aber sah da irgendwie aus, als ob es da weitergeht. So. Sah irgendwie aus, als ob es da weitergeht. Gucken wir trotzdem erstmal hier in die Richtung. Los, Blitz! Dankeschön. Oh, gut, dass ich nicht hier in der Kreuzung angehalten habe, ne? So, Blitzdings. Durch hier. Mal gucken, wo es hier lang geht. Hier geht es natürlich wieder nirgendwo lang. Das ist das Glück des Rams Tirata. Da sieht es aus, als ob wichtig ist. Hier sieht es aus, als ob es unwichtig, aber tödlich ist. Also wissen wir jetzt zumindest, in welche Richtung wir müssen und was wir kaputt machen müssen, damit dieses Blitz-Albtraum hier endlich mal ein Ende hat. Ich bin jetzt auch wieder an der Stelle. Da. Also, wenn es blitzt, dann Beine in die Hand nehmen, hier schön in die Ecke stellen, sicher, speichern. Dann können wir das Problem analysieren und unseren Lösungsansatz überlegen. Kann man nicht kaputt machen. Ah. Vorbei ist der Albtraum. Beginn tut der neue Albtraum. Verlaufen. Hier geht's schon mal nicht weiter. Von da sind wir gekommen. Also kann es nur da lang weitergehen. Ja, hier waren wir doch. Sag mal, ist das jetzt zu glauben? Das hier war diese Stelle, wo ich gesagt habe, Loch mit Wand. Wand mit Loch. So, dann sind wir jetzt mal hier hingekommen. Und von da sind wir rausgekommen. Geht's hier weiter? Mitnichten. Geht's hier weiter? Noch nicht, Digga. Hier ist sogar gefährlich, weil da gleich so ein Emitter-Dings ist. Jetzt hier wieder zurück. Hallo? Hallo? Sackgasse? Ah, keine... Doch, Sackgasse. Hier war der lange Weg, den wir gekommen sind. Hab ich irgendwo einen Abzweig übersehen, der bisher nicht erreichbar war? Nee, hier war das Ding. Hier sind wir rausgekommen. Macht eigentlich... Nee, wirklich, hier sind wir rausgekommen. Wenn wir uns hier reingerettet, hier war der tote Kerl. Hier war nichts Wichtiges. Hier kam man auch nicht lang. Und hier war die Blitz-Emitterkammer. Geht's hier irgendwo oben weiter? Nee. Leute, dieses Spiel macht mich fertig. Ich habe... Wenn ihr euch fragt, warum ich manchmal so lange Pausen zwischen den Folgen habe, das hier ist einer der großen Gründe dafür. Dieses Spiel ist einfach so demotivierend. Das ist nicht auszuhalten. Ist hier weiter. Lass mich da rein in die Dunkelheit, du dunkles Ding. Arrgh. Sackgasse. Hier geht das nicht weiter. Da muss ich nochmal zurückrennen. Oder ich klebe jetzt wieder klein bei und gucke im Internet nach. Noch nicht. Noch habe ich zumindest so viel Vertrauen in meine Fähigkeiten, als dass ich, wenn dann schon episch failen will. So, hier war der ganze Blitzmist. Vielleicht ist ja jetzt die Tür offen. Das kann natürlich sein. Allerdings ist es unwahrscheinlich. Nee, wir sind ja schließlich durchs Level gefallen. Also in ein neues Level. Durchs Level fallen, das sind Bugs, die nicht wünschenswert sind. So, da ist das Blitzbums-Ding. Hier sind wir irgendwo reingekommen. Ja, hier sind wir irgendwo reingekommen. Und jetzt, hier sind wir durchs Level gefallen. Da geht's garantiert nicht wieder hoch.
Ich werde das jetzt noch mal einmal abgehen alles. Und wenn ich es dann nicht gefunden habe, dann habe ich mir auch für diese Folge wieder den Titel des planlosesten Let's Players auf YouTube wahrscheinlich verdient. Aber immerhin könnt ihr mir dabei zusehen. Ihr könnt es dann selber irgendwann besser machen. Ja, von da kommen wir. Ja, dann geht's. Da ist nichts kaputt. Ah, da hat das Ding, das, da hat es ein bisschen das, die Wand beschädigt. Hier hat es ein bisschen mehr beschädigt und hier ein bisschen weniger. Macht keinen Sinn. Jedenfalls geht's hier lang und da nicht. So, nochmal vielleicht müssen wir irgendwas in die Luft sprengen. Ich versuche jetzt noch irgendwas in die Luft zu sprengen. Luft sprengen ist meistens gut, macht schön Bumm, sieht gut aus. Also natürlich nur, wenn man ein feindliches Zeug in die Luft sprengt. Wenn das eigene Zeug in die Luft gesprengt wird, dann wird es in den wenigsten Fällen zu Freudenausbrüchen. Detonationspack. Ja. Mal ranpacken, mal sehen, was passiert. So, blopp. Naja, passiert überhaupt nichts. Was ist das für ein Morgs? Nicht funktioniert. Aber zurückschicken zum Hersteller kann man das Ding ja schlecht. Man hat ja, ist ja explodiert. Wenn auch nicht so schnell, wie man es... So doll, wie man es gerne gehabt hätte. Ja, Leute, ich gebe jetzt auf. Das hat ja keinen Sinn hier. Irgendwas muss hier mit dem Kerl sein. Das ist... Leider bin ich noch nicht schlau genug zu erkennen, was mit dem Kerl sein muss. Bauen wir mal ein Detonationspack hier an das Ding. Bumm, hat nichts gebracht, hätte ich mir auch denken können. Aber ich wollte es zumindest mal probieren. Das Ding kann man auch nicht wieder anmachen. Ich will das irgendwie selber rausfinden, aber ich glaube, ich bin zu blöd. Hier kann man durch, ja, aber... Komm mal durch. Da war noch so ein zweites. Da komm mal durch. Leute, ich habe eine Idee. Blub, 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 blub. Na, durch. Hier gab es nämlich noch einen. Ja, warte mal da. Hier war eine ganz, ganz tolle Sackgasse. Hier war auch eine solche, eine große Sackgasse. Hier war auch eine große Sackgasse. Ja, da. Also, wollen wir doch mal hier durchgehen und mal sehen, wo es das hinführt. Upp, 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 durch, 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 durch. Ja, toll. Genau da, wo wir eben schon waren. Jetzt reicht's mir. Bis gleich. So, liebe Leute. Ja, ich habe gefunden, wo es weitergeht. Es geht hier weiter. Nach oben. Tja, was soll's. Muss es mir peinlich sein, dass ich das jetzt nicht alleine rausgefunden habe. Und der Sprung ist heute recht einfach, seht. Ich sollte ihn nicht wiederholen. Ja, ich sollte es niemals wieder runterspringen, wenn ich schon oben war. Jedenfalls ist der Sprung eigentlich wirklich recht einfach. Ja, aber jetzt bin ich bei der falschen Seite rausgekommen. Ja, ich hoffe, es muss mir nicht peinlich sein, dass ich das nicht rausgefunden habe. Naja, was soll's. Ihr werdet's auch merken, ich habe ein bisschen von meiner Irrfahrt zwischendurch rausgeschnitten, weil das müsst ihr euch nicht antun. Das müsst ihr euch wirklich nicht antun. Das wäre Verbrechen am Viewer, euch das zu servieren, wie ich da Stunden, naja, nicht stundenlang, aber bestimmt 20 Minuten durch die Kante gerannt bin, ohne zu wissen, wo es weitergeht. So. Was hat hier wehgetan, Leute? Was zum Geier hat hier wehgetan? Na, das soll nicht meine Sorge sein. Da oben blitzt es wieder fröhlich, wie ich gesehen habe. Oder war es nur eine optische Täuschung? Nee, es war keine optische Täuschung. Hier blitzt irgendwas und ich nehme Schaden. Och Leute, echt mal. Nie wieder Sprungspiele, wenn ich mit dem fertig bin. Manometer! Nie wieder Sprungspiele, wenn ich mit dem hier fertig bin. Echt jetzt. Speichern. Springen. Laden. Das werdet ihr jetzt noch häufig sehen. Und ich ziehe euch auch bei der ganzen Sache mit, damit ihr seht, wie ich leide und wie viel... Und warum die Folgen ab und zu mal ein bisschen länger brauchen, bis ich wieder Motivation finde, mich wieder zum Deppen zu machen.
Ist nämlich echt eine Leidenstortur manchmal, dieses Spiel. Es ist extrem cool gemacht und die Story ist cool. Die Charaktere sind extrem cool. Das ist ja mal wo keine Frage. Nein, nicht schon wieder. Jetzt wollte ich doch wieder da oben hochspringen und wollte Anlauf nehmen. Die Charaktere sind sicherlich extrem cool. Nur dieser ganze, nur man braucht echt Frustresistenz. Große, große Frustresistenz. Weil die Steuerung ist schwammig at best. Und naja. Die Steuerung ist schwammig at best und ich bin natürlich auch kein sonderlich begnadeter Springer in Spielen, ne? Ja, sag mal, hallo, hast du noch alle? Ist nicht die feine englische Art. Mach mal nicht hier wieder so ein Mist, ne? Ne, wenigstens habe ich diesmal gespeichert. Ja. Und die schwammige Steuerung in Verbindung mit den ganzen Sprungeinlagen führt dazu, dass man, wenn man dieses Spiel spielt, besser bei richtig guter Laune ist und nicht bei schlechter Laune. Und naja, zum Glück bin ich noch bei guter Laune. Wow, Junge! Und ich renne hier rein mit einer. Jetzt habe ich's. Ah, super. Ich bin ein Idiot. Jetzt habe ich den Sprung geschafft und habe noch 8 Lebenspunkte übrig, wenn ich da oben in die Gegner springe. Mann, Leute! So, da oben werden wir also mit Leuten zu tun haben, die denken, sie sind gut gegen Jedi. Wollen wir ihnen mal zeigen, dass ein Jedi auch unfair kämpfen kann. So, F3. Mano. Das ist fies. So, F3. Nein, keine Sprung, keine Macht mehr. Lass mich raus, ich will raus. Lass mich raus. Gut, der Wunsch wird mir erfüllt. Eigentlich ein bisschen. Leute, das war nicht tot, das war toter. Ich weiß, tot lässt sich nicht steigern, aber ich finde, das sollte man einführen, weil das war definitiv toter als einfach nur tot. So, hier. Einfach hier rumrennen wie ein Verrückter. Verrückter stimmt schon mal. Rumrennen auch. Und aufs Beste hoffen. Naja, diesmal haben wir zumindest schon mal ein bisschen länger überlebt. Aber da unten warten und darauf hoffen, dass man irgendwann mal. Ey, Junge, da unten warten und hoffen, dass man irgendwann mal hochkommt und sich vorher aber heilen kann. Das funktioniert auch nicht. Dann nimmt man ja immer wieder Schaden. Das funktioniert so nicht. Ja. Was funktioniert, sind Lichtschwerter. Scheinbar doch sehr gute, elegante Waffen. Ja, Obi-Wan Kenobi, lässt grüßen. Ist eigentlich einer meiner Lieblings-Jedi. Obi-Wan und Qui-Gon, auch wenn es eigentlich Mainstream ist. Obi-Wan und Qui-Gon sind natürlich die Jedi schlechthin, neben Luke und Yoda und Mace Windu. Anakin zählt nicht, das ist ein Privileged Teenager. Zumindest in Episode 2 und Episode 3. Eigentlich sind Obi-Wan Kenobi und Qui-Gon ja die Jedi schlechthin, die man jetzt mag. Neben Yoda und Luke. Vielleicht noch Mace Windu. Aber ich finde sie cool aus einem anderen Grund. Und zwar Qui-Gon und Obi-Wan sind grundsätzlich eigentlich sehr unkonventionelle Jedi. Obi-Wan natürlich noch ein bisschen konventioneller als Qui-Gon, aber Qui-Gon ist ja eigentlich schon fast ein, ja, jetzt kommt wieder die Diskussion, aber schon fast ein bisschen wie ein grauer Jedi zu sehen. Zumindest vom Mindset. Klar gehört er zum Orden und ist deswegen jetzt kein grauer Jedi per Definition. Aber er widersetzt sich dem Orden doch schon immer und immer wieder. Und Obi-Wan hat sich halt, Obi-Wan sehe ich halt ein bisschen in der Tradition von Qui-Gon. Und besonders cool wird er dann natürlich nach Episode 3. Dann ist Obi-Wan echt ein saucooler Hecht. Kann das Kenobi-Buch übrigens nur empfehlen. Heißt nur Kenobi, nichts weiter. Autor ist mir gerade entfallen, aber das Buch, wenn ihr irgendwann mal Zeit habt, es ist wert gelesen zu werden. So, und jetzt
warte ich darauf, dass der Stormtrooper da irgendwann mal auftaucht. Und mir sagt, wo ich hin muss. Ja. So, Stormtrooper, tauchst du auf. Du tauchst auf und du sagst mir, dass es dort sicher ist. Dann wollen wir nochmal versuchen, hier auf das Rohr zu springen. Ah! Gut, schön, wenn man das hier überlebt. Eigentlich, was nützt einem dazu überleben, wenn man nicht mehr weiß, wo es weitergeht? Naja, jetzt wissen wir ja, wo es weitergeht. Okay. Zumindest temporär wissen wir, wo es weitergeht. Das ist aber ohne Langzeitwirkung, diese Erkenntnis. So, gehen wir hier wieder ruf. Ja, hier waren wir am Anfang schon, das bringt uns gar nichts. Aber wenigstens müssen wir jetzt, dass wir hier unten hinkommen, ohne uns, ja, ohne uns das Leben auszuhauchen. Wir sind also ungefährlich, gut zu wissen. Von da oben sind wir gekommen. Da lang müssen wir irgendwie. Aber da ist so ein Gitter. Wie kommen wir am Gitter vorbei? Zerschießen kann man es nicht. So, hoch hier. Ups, rüber. Sage ich. Rüber hier. Hoch hier. Hoch hier. Ja. Hoch hier. Vielleicht kann man irgendwie ein Energieschild abschalten und dann. Ah, hier geht's weiter. Juppie. Was sollst du überprüfen? Was dir von oben runtergefallen kommt, ist es ein Kalkadan, der dir auf den Kopf springt. Ja, hast ja einen Helm auf. Das dürfte nicht wehgetan haben. Okay. Noch ein bisschen sofort Lebensenergie. So, haben wir es perfekt. Okay. Einer meiner einen Jedi, den ich auch noch sehr gut finde, ist Zane Carrick. Der per se eigentlich gar kein Jedi ist. Er wurde nämlich aus dem Orden rausgeschmissen, weil seine Meister ihm vorgeworfen haben, er würde die Jedi vernichten. Die hatten nämlich eine Vision, in der sie gesehen haben, dass jemand in einem Raumanzug, sie, in einem bestimmten Raumanzug, in einem ganz besonderen, sie die Jedi vernichtet, oder sie zumindest vernichtet. Und Zane Carrick hat zur Zeit, dass sie diese Vision hatten, hatte eben so einen Raumanzug an. Genau wie alle seine Schüler aus seiner Jedi-Klasse. Und kurzum, die Meister haben Zane Carrick, also haben seine Mitschüler alle umgebracht. Präventative Vergeltung, können, wenn man so sagen will. Obwohl sie ja nicht mal wussten, ob sie es überhaupt waren. Immerhin werden Raumanzüge ja auch öfters gefertigt. Und Zane Carrick ist aber wegen einem, naja, Schusseligkeit seinerseits der ganzen Sache entkommen. Er ist nämlich zu spät zur Abschlussprüfung gekommen. Und ja, danach hat er halt größtenteils alleine versucht, sein Glück zu machen in der Galaxis. Hat ein paar ziemlich coole Leute getroffen, unter anderem Rolan, den Fragensteller, ein Mandalorianer, um den es schon in einer früheren Folge mal ging, allerdings nicht von Jedi Knight, sondern von Star Wars The Old Republic. Aber ich schätze mal, die meisten Leute, die Jedi Knight gucken, gucken auch Star Wars The Old Republic. Also kann ich darauf schon ruhig eingehen. Genau, dann hat er sich sogar um die Galaxis und vor allen Dingen auch um die Jedi sehr lange noch sehr verdient gemacht. Und ihm wurde dann angeboten, dass er wieder in den Orden eintreten konnte, aber er hat abgelehnt, weil den Jedi-Orden und seine seine Konvention dann eher abgelehnt hat. Deswegen hat er das Angebot abgelehnt. So. Aber wie kommen wir jetzt da hoch? Wahrscheinlich wieder über die Rohrleitungskletterpartie. Ah ja, da ist so ein. Da ist wieder so eine Öffnungsluke. Zu Luke fällt mir auch noch eine Anekdote ein. Und zwar, Luke wird ja auf Englisch und auf Deutsch Luke geschrieben. Ja, was eine Offenbarung. Nein! Ich dachte, ich falle da wieder runter. Ha. Und ich hatte, da war ich noch ein kleines Kind, irgendwie in der Beschreibung zu irgendeinem Spielzeug mal gelesen,
Zu einem Star Wars Spielzeug natürlich, sonst hätte ich ja, sonst wäre ich ja drauf gekommen, dass das was anderes heißt. Und Luke öffnet sich. Hä? Luke öffnet sich. Wieso soll Luke sich öffnen? Das ist doch nur eine Spielfigur in dem Set. Luke öffnet sich. Ah, die Luke öffnet sich. Ja, sehe ich da schon damals. Habe ich meine Probleme gehabt und Wortspiele genossen. Beziehungsweise war Opfer von Wortspielen. Vielleicht hat dieses Erlebnis damit zu tun, dass ich Wortspiele so mag. Naja. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte das deutlich witziger in Erinnerung, als es sich jetzt angehört hat, als ich es erzählt habe. Kann man da raufspringen? Ja, hier runterspringen, das sieht gefährlicher aus, als da raufspringen. Also versuche ich es mal. Hui! Au! nicht mal irgendwelche Beweise zurückgelassen. Einfach nur aufgelöst. Nicht gut. Na gut, aber jetzt wissen wir, Rot ist tot. Auch beim zweiten Mal. Wuhu! Das gibt es doch nicht. Sonst konntest du auch so weit springen. Warum jetzt nicht mehr? Schlappschwanz. Ich nehme mal das Lichtschwert raus, so für die... für das Selbstvertrauen. Woo! Nee, wirft nix. Sag mal, so, eben konnte er doch noch über Meilenweit springen. Wieso jetzt nicht mehr? Ich mache doch nichts anders. So. F5. Runterspringen hier. Warten bis das... Was ist das überhaupt? Ist egal. Stört den Weg. Sag mal, Leute. Was denn los hier? Ist doch nicht in Ordnung. Okay, das hatte zumindest mehr Stil. Also irgendwas geht hier gerade ganz gewaltig in die Hose mit meinen Sprungskills. Ich versuche mal einfach darunter zu springen. Auch nicht sehr hilfreich. Ich dachte, ich kann da auf dem Boden langlaufen, auf der anderen Seite irgendwie wieder hochkommen. Nämlich wo auch gewaltig getäuscht. Wohl dem, der regelmäßig speichert. So, und jetzt auch noch mit einem dunklen Jedi auf dem ganzen Mist hier duellieren. Das hat mir gerade noch gefehlt. Das reicht nicht mal mein Schwert so lang. Hier, komm mal ein bisschen näher. Komm, ich beiß nicht. Ich werf nur Leuchtsäbel. Ja, gut, wenn du nicht... Ihr seid ein Feigling. Näher kommen willst, schicke ich halt Sachen zu dir rüber, ne? Aua. Tut weh. Verkehrt. Das scheint auch nicht wirklich zu helfen. Nope. Aua. Das war eigene Blödheit, an der ich gestorben bin. Sogar fast wortwörtlich. So, also das funktioniert auch nicht. Das funktioniert sogar, das killt mich sogar noch schneller als der, als die vorherige Methode. Tja, am Ende muss ich da wirklich rüberspringen und dem persönlich die Stirn büten. Was für eine Schande. Ja, wird wohl nichts anderes, wird wohl darauf hinauslaufen, ne? Also, hops, hey ho. Und down ist er, das ging deutlich schneller als die andere Methode. Und, naja, wollen wir mal weiter reisen. Und da drüben mache ich jetzt auch Schluss. Ich meine, die Folge dauert schon wieder ewig lange. Ich hätte mal speichern sollen, nachdem ich den Kerl umgemurkst habe. Die Folge dauert nämlich schon wieder ziemlich lange. Und ich habe Hunger. Ich wollte den runterschubsen und hab mir selbst ins Fleisch gebissen. Nicht gut. Na, aber wenigstens wissen wir jetzt mittlerweile, welche Taktik gegen den dunklen Jedi funktioniert. Der wird sich auch verarscht vorkommen. Er bereitet sich auf ein Duell vor und ich springe bedrohlich auf ihn zu und sterbe mitten in der Luft.
Leute, das ist ja peinlich. Also, Ding, Dong, rennen, hopsen, nicht weit genug hopsen. Leute, ich mach nichts anders als wie vorhin, als ich darüber gesprungen bin und es gut geklappt hat. Ich mach mal. Woo! Also wir wissen, springen geht leichter, wenn man ihn... Na los, runter mit dir, ich will dich nicht. Ungut, 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 sag mal, Junge! Willst mich doch hier nicht etwa mit von hinten mit dem Leuchtsäbel auf... Jetzt habe ich auch noch einen Screenshot gemacht aus Versehen von meiner Misere. Also, wenigstens sind wir jetzt schon mal drüben und wir sterben jetzt nicht mehr. So, ja, Junge, los, Ende Gelände. Ah. Ist nur gerecht, dass ihnen das auch mal passiert, ne? Nur, dass er nicht einfach wieder schnell laden kann, haha. So wie ich jetzt. Okay, also ich sag's euch echt, wenn ich da jetzt auf der anderen Seite bin, dann mache ich drei Kreuze und dann ist auch gut hier für heute. F5, F3. Nicht das Ding auswählen und nicht da runterfallen, vor allem... Leute, das kann man doch nur noch mit Humor sehen. Vielleicht sollte ich das Konzept meines Kanals überdenken. Ich höre auf mit Let's Plays. Mach dasselbe wie vorher, nur nenn es Comedy. Ja, das wäre dann aber echt Dark Comedy. Vielleicht finden irgendwelche Briten daran gefallen. Die haben ja so einen dunklen Sinn für Humor. So, F3. Renn um dein Leben und spring um dein Leben. Vor allem speichern. Renn um dein Leben, spring um dein Leben. Speichern. Renn um dein Leben, spring um dein Leben. Sterben. Kommt da auch noch so ein Typen raus. Sag mal, Leute, das ist doch nicht mehr fair. Okay, bevor wir denen jetzt aber die Stirn bieten. Das war aber jetzt nicht meine Schuld. Ich habe nichts gedrückt. Irgendwas hat mich da runtergeblastet. Genau, bevor wir jetzt den Typen die Stirn bieten, springen wir erstmal darüber. Und sind dann zumindest alle auf einem Level. Was das angeht. Nein, das hat noch nicht geklappt. Ich fühle mich langsam echt inkompetent. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann kann ich es euch versprechen, ich schaffe es dann auch beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht. So. Meinen Worten lasse ich Taten folgen. Ja, man... Also eins muss man mir lassen, ich halte mein Wort. So, und jetzt versuche ich es noch einmal und wenn ich es dann nicht schaffe, dann ist auch heute mit der Konzentration echt am Ende. Dann mache ich es vielleicht sogar schon Schluss, bevor ich da letztendlich auf der anderen Seite bin. Geronimo! Geronimo! F5io! Sturmtruppi Hexilio! Auch Umgang mit einem Lichtschwert will gelernt sein. Woo! Eine elegante Waffe aus zivilisierteren Tagen. Damit umzugehen, muss man erstmal lernen. So, speichern. Na gut, die Geschütze hacke ich jetzt noch um. Das ist ja jetzt wirklich ein leichteres Spiel. Aber mit mir wird selbst das zur Herausforderung. Ich sollte das hier umbenennen in The Complete Guide on How Not to Play Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Das war der Name. Jetzt vor dem Bildschirm sitzen wieder hunderte Leute, die die Arme über dem Kopf zusammenschlagen und sich fragen, wie kann man nur so blöd sein? Ich muss euch beantworten, ich habe keine Ahnung. In allen anderen Bedingungen bestelle ich außer Springen und Rätsellösungen in Computerspielen stelle ich mich eigentlich sehr, sehr gut an. Nur hiermit hat sich's irgendwie, naja, vielleicht ist das auch das Geheimnis meines Kanals. Jedenfalls sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Das hier war Let's Play Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Ramskirata. Bis demnächst. Oh, falscher Knopf. Hier rum.